zeige ich, was ich in meinem Kleiderschrank habe. Ich liebe zwar Mode, aber ich habe nicht das Verlangen, mir ständig neue Sachen zu kaufen. Und ich hatte nie besonders viel Kleidung, aber letztes Jahr habe ich schon einige Sachen aussortiert. Sachen, die mir nicht mehr richtig gepasst haben oder die ich einfach nicht mehr getragen habe. Deshalb ist jetzt nicht mehr viel übrig geblieben. Aber es tut sehr gut, so eine reduzierte Garderobe zu haben. Und ich kaufe sehr selten neue Sachen ein. Einige dieser Sachen habe ich schon mehr als 3 Jahre. Und wir beginnen einfach mal mit einer Übersicht, wie es in meinem Kleiderschrank aussieht. Hier oben hängt alles, was ich in den letzten Monaten getragen habe. Unten in der rechten Box habe ich Unterwäsche und ein paar einfache Tops. Links in den 2 Schachteln einmal Socken und einmal Accessoires. Darunter in den 2 großen Boxen habe ich links Bettwäsche und rechts Schlafsachen, Sachen, die ich nur zu Hause trage und ein paar Sommerteile, die ich später auch noch zeigen werde. Jetzt zeige ich aber erstmal die Sachen, die hier oben hängen, im Detail.